Okay. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Sweet and Moritz Let's Play in der Lissandra-Version. Und wir nähern uns ja auch schon langsam mal der aktuellen Geschehen zu. Ja, aber erstmal. Ja, noch 5 Episoden, ja? Ja. Und wie ihr hören könnt, ist mein Freund diesmal auch dabei, weil es ja beim Livestream irgendwie nicht geklappt hat, dass man Skype und Livestream mit einmal machen kann. Okay, und Skype. Ja genau, fuck you Skype. Und ja. Ein Picknick. Yay. Essen für lau. Was? Essen für lau. Was? Also gratis Essen. Ach so. Ja, Episode 26. Was ist Peggys Neuigkeit? Sie könnte deinen Alltag bald auf den Kopf stellen. Komm auf andere Gedanken und organisiere ein Picknick im Park. Schaffst du es, die Person deiner Wahl einzuladen? In Episode 26 kannst du deine Schulkameraden noch besser kennenlernen. Was passiert eigentlich? Also es ist doch irgendwann in diesem Spiel so, dass du da dir einen auswählst, der dann dein Opfer ist oder dein Freund, je nachdem. Ja, das beginnt jetzt ab dieser Episode. Ach so, okay, wollte gerade fragen, aber was ist jetzt, wenn du jetzt einfach einen anderen nimmst? Bist du dann abgefuckt, oder? Nein, ab dieser Episode, wenn man jetzt Lissandra zum Beispiel wählt, dann ist es auch in den nachfolgenden Storys dann so, dass es Lissandras Route ist. Oh mein Gott, dieses Picknick ist also echt... Aber also ab hier dieser Episode kann man... ab 27 oder so kann man durch die freien Replays auch mit einem anderen Jungen machen, aber mit History Replay halt nicht. Das ist... ja. Die Neuigkeit wurde verkündet. Peggy hat in der Schülerzeitung angekündigt, eine neue Schülerin kommt bald auf die Schule. Hey. Komischerweise hat mich diese Nachricht ein bisschen durcheinander gebracht. Really? Ich weiß, dass es idiotisch ist, aber ich habe mich eigentlich schon daran gewöhnt, als die neue angesehen zu werden. Obwohl Kenton und Armin und Alexi später kamen. Ja. Aber klar ist es bloß sowas zu denken, außerdem wäre es schön, ein neues Gesicht an der Schule zu sehen. Oh mein Gott, wenn ich nicht mehr die Neue bin, was bin ich dann? Dann bin ich los. Was machst du denn hier? Ich gehe jetzt zur Schule. Bitch. Bevor ich überhaupt einen klaren Gedanken fassen konnte, merkte ich, wie eine Gruppe von Schülern an uns vorbeilief. Ihr da drüben, kommt sofort zurück. Sie ging los, um sich darum zu kümmern. Ich glaube, ich hatte Glück gehabt. Yeah. Nathaniel. Ja. Hey, hast du die Schülerzeitung gelesen? Nein, ich kann nicht lesen. Nein, aber man hat gehört, von Peggys Neuigkeiten berichtet. Also bist du auf dem Laufenden und was denkst du drüber? Was möchtest du denn, dass ich denke? Mein Gott, was für ein Aufreißerspruch. Eine neue Schülerin kommt an die Schule, es ist doch nichts Besonderes. Nun ja, ich weiß nicht, manche Sachen werden sich doch ändern. Ja, du hast recht. Hast du auch dasselbe gesagt, als ich angekommen bin? Du siehst so besorgt aus, alles in Ordnung? Ja, mach dir keine Sorgen. Gut, dann lasse ich dich mal in Ruhe. Ich habe nämlich noch einige Dinge. Ja, genau. Solche Dinge, ja. Im Zimmer der Schülervertretung zu erledigen, aha. ja, Nathaniel, der holt sich einen Hund auf. Ja, genau. Ich bin gespannt auf die, du machst gleich mit. Ich bin gespannt darauf, die neue Schülerin zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass ich mich traue, sie anzusprechen, auch Viola. Oh Gott, bist du arm. Das musst du ja auch nicht alleine treffen. Wenn du möchtest, machen wir das gemeinsam. Jona, du musst dich wirklich mal langsam deine Schüchternheit überwinden. Ich habe keine Lust, sie zu sehen. Wir kommen auch hier auf der Schule auch ganz ohne sie gut aus. Ja.
Ja, warum denn nicht? Ja. Ja, wir sind gerade so drauf, so, ja, das ist meine Schule, Bitch, hau ab. Mhm. Lulu-chan! Wie heißt du hier? Lulu oder wie? Ja, Lulu. Lulu! Oh Gott. Was? Ich denke immer an Butters von South Park. Wieso? Lulu, Lulu, ich liebe Äpfel, Lulu, Lulu, mehr als du. Kennst du das nicht? Doch. Doch, ja, okay. Okay, Lulu. Hast du Neuigkeiten? Hast du die Neuigkeiten? Ich bin Es ist ja auch schwer, nichts davon mitzukriegen. Jeder spricht davon, es wird langsam lästig. Ja. Ich habe Peckys Artikel nicht wirklich gelesen, aber ich weiß, worum es geht. Ja. Es wird langsam lästig, was Pokémon Go, ne? Er scheint sich wohl nicht sehr zu erfreuen. Sagen wir mal so, ich warte erstmal ab, wie die neue Schülerin zu sein wird. Aber warum machst du denn so ein Gesicht? Eigentlich glaube ich, dass es mich nerven wird, nicht mehr die neue zu sein. Du kannst mich doof nennen, wenn du willst. Nein, irgendwo verstehe ich dich schon, aber mach dir mal keine Gedanken. Letztendlich wird es kaum was ändern, glaub mir. Ich habe jetzt erwartet, dass du sagst, du bist doof. Ja, ich dachte, ich lasse es so ein bisschen sarkastisch rüber. Und du hast sicher recht. Oh Gott. Blam. Aua, ich bin wirklich mit den Gedanken woanders, sodass ich sogar mit jemandem zusammengestoßen bin. I want you in my shop. Ja, genau, mit dem. Hoppla, sachte, alles war gut. Gott, Kastin, warum hast du einen Sprachfehler? entschuldige, ich hab nicht geguckt, wo ich hingehe. Du siehst durcheinander aus. Es ist nur, weil ich von der Ankunft einer neuen Schülerin erfahren habe. Es ist schon irgendwie merkwürdig. Und sofort läufst du mir über den Haufen. Nein, geht schon, alles in Ordnung. Sofort läufst du mich über den Haufen, das stelle ich mir sofort in einen Gang. Kommt, alle auf den Haufen, warte. Also bei dir kann man ja den Wortwitz machen, weil er, also man muss sagen, er hat einen alten Klassenkamerad gehabt, der hieß mit Nachnamen Haufen. Wenn man immer so Sprüche gemacht hat mit Haufen, dann musste jeder lachen. Ja. Alle auf den Haufen. Der Ärmste, den hatten die Lehrer auch irgendwie auf den Kickern. Jedes Mal bei der Abfrage. So, wen nehmen wir denn heute? Ach, Raphael Haufen! Immer dem Haufen, genau. Der Arme. Na, das war witzig. Aber wir hatten ja alle gern. Na, Hauptsache das. Ja, der war beliebt. Das wird auch nicht die Welt ändern. Was vermutlich. Dann mach auch nicht so ein Gesicht. Was ist denn schon so Schlimmes dabei? Hast du Angst, dass die neue dir deine Popularität steht? Popularität kriege ich hin, aber streite ich nicht. Es stimmt, was er sagt. Ich werde nicht mehr so dämlich sein. Du wirst noch viel dümmer sein. Ja. Mach dir keine Sorgen. Das ist sicher, dass so eine wie dich es noch einmal gibt. Ich weiß nicht, wie ich das auffassen soll. Als Beleidigung. Definitiv. Oh, der Playboy. Ich glaube, es wirklich nicht an diese Schule gekommen zu sein. Es gibt immer wieder etwas, womit wir uns ablenken können. Das stimmt, dass wir uns nicht langweilen. So, wer fehlt denn noch? Wir sind da. Heute scheinen alle irgendwie durcheinander zu sein. Es ist sicher wegen der Neuigkeit in der Schülerzeitung. Ich habe es nicht gelesen. Peggy hat die Ankunft einer neuen Schülerin auf dem Gymnasium angekündigt. Ah, jetzt verstehe ich. Es ist normal, dass alle neugierig geworden sind. Ich gebe zu, dass ich auch neugierig bin. Ich stelle mir viele Fragen. Ein bisschen lächerlich. Wir sollten lieber abwarten, bis sie da ist, anstatt hinter ihrem Rücken über sie zu reden. Ich hoffe, es kommt keine Hexe auf dem Besen. Geht's dir gut? Du siehst irgendwie so angespannt aus. Oh nein, ich... Möchtest du darüber reden? Lissander ist zu einfühlsam. Ich sollte ihm einfach sagen, was los ist. Er guckt uns ja nicht mal in die Augen.
Du wirst mich für eine Idiotin halten, aber es ist so, als hätte ich Angst, dass die Neue mir irgendwie meinen Platz wegnimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir ganz folgen kann. Nun weißt du, ich bin diejenige, die als letztes auf das Wiedermorgen aufgenommen worden ist. Gar nicht wahr! Deine Sorgen sind völlig unbegründet. Es ist schon etwas länger her, dass du an der Schule angekommen bist. Du hast Freunde und es wäre lächerlich zu glauben, dass du sie verlieren würdest aufgrund einer Person, die keiner kennt. Ich weiß, dass das lächerlich ist. Mach dir nicht so viele Gedanken. Diejenigen, denen du was bedeutest, werden dich nicht einfach so fallen lassen. Ich verstehe was davon. Ach ja? Es ist offensichtlich. Was ist offensichtlich? Ich habe mein Notizbuch wieder verloren. Und ich soll's wieder suchen, na klar. Was? Natürlich. So. Wo ist denn Armin? Der fehlt uns auch noch. Spielt Pokémon Go. Er hat sich verlaufen dabei. Ach, Armin. Jetzt mache ich mir doch langsam Sorgen um ihn. Wir sind allein. Wir sind allein! Nein, das ist Jack. Jetzt sind wir allein. Jetzt sind wir im BH und allein. Wow. Die Situation gefällt mir. Mir nicht. Warum? Ich glaub's nicht. Hast du gesehen, was Peggy gemacht hat? Nein. Ja. Wir haben so schwer an diesem Artikel gearbeitet und was hat sie daraus gemacht? Sie tritt ihn einfach so in die Tonne. Nicht mehr, nicht weniger. Beruhig dich, sie hat ihn vielleicht nicht wirklich weggeschmissen. Bis dann hat sie ihn sich vielleicht übers Bett gehängt. Ja, nein, sicherlich nicht. Stimmt, dass sie dann eigentlich vollkommen heimlich ein totales Fangirl von Armin und dann so, oh mein Gott, er hat mit mir diesen Artikel geschrieben. Peggy steht ja, glaube ich, auf Armin. Oh mein Gott. 5 Leute haben sich zusammengetan, um mir zu helfen und das ist der Dank dafür. Das ist sicherlich frustrierend, aber ich denke, sie weiß, was sie tut. Vielleicht war unser Artikel einfach nur schlecht. Wow. Right in the fields, bro. Auf jeden Fall habe ich noch nichts von der Neuigkeit des Tages gehört. Auf jeden Fall hat es die Neuigkeit des Tages verdient, dass man über sie spricht. Was hältst du von Peggys Neuigkeit? Nicht so recht viel. Es ist jetzt auch nicht die Neuigkeit des Jahrhunderts. Unser Artikel war irgendwie besser. Du wirst jetzt nicht darauf beharren, oder? Worum ging's nochmal in unserem Artikel? Irgend so ein Event, was bald kommen soll. Aber wir wussten nichts genau und wir haben einfach nur so untereinander rein von Theorien aufgestellt. Dieser Artikel war echt beschissen. Nein. Ha. So, wo jetzt hin? Einmal fragen, was sie von Peggys Neuigkeit hält, nichts fragen und gehen. Ja, einfach gehen. Also, was hältst du davon? Verdammt, sie hat uns bemerkt. Wie bitte? Hey, mach mal auf. Was wird denn deiner Meinung nach heute so passieren? Ja, das ist Peggys Neuigkeit. Es überrascht mich, dass meine Meinung dich interessiert. Du musst ja ganz schön doof sein, sich seinen Platz einfach so von einem Mädchen stehen zu lassen. Von so einem Mädchen. Was heißt hier von so einem Mädchen? Kennst du sie etwa? Nein, aber ich habe den Artikel bis zum Ende gelesen, was man ja wohl offensichtlich nicht von dir behaupten kann. Es stimmt, dass ich mich eher auf die wesentlichen Informationen konzentriert habe. Auf alle Fälle, zähl nicht auf mich, wenn du mehr erfahren willst. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Ich würde schon auf dich zählen. Ich bitte dich auch nicht unbedingt darum. Sie geht mit einem spöttischen Grinsen. Gut, ich habe wohl die wichtigsten Infos verpasst. Es wird wohl mal wieder Zeit, dass ich ein Auge in eine Ausgabe der Schülerzeitung werfe. Halt, Iris, du könntest mir nicht rein zufällig eine Ausgabe der Schülerzeitung leihen. Ich hatte bis jetzt keine Zeit, sie zu lesen. Nein, tut mir leid.
Ich habe meine Rosa gegeben. Oh mein Gott. Ah, okay, kannst du dich erinnern, was Peggy über die neue Schülerin geschrieben hat? Man hat mir gesagt, dass sich das Lesen lohnt. Also gut, ich weiß, dass sie Pia heißt und schon viel gereist ist. Peggy hat herausgefunden, dass ihr Vater ein Geschäftsmann ist und oft wegen seiner Arbeit umziehen muss. Ich hoffe, sie wird sich hier nicht allzu sehr langweilen. Machst du Witze? Es passieren im Moment so viele Dinge auf der Schule. Ich hoffe vor allem, dass sie nett ist. Hey, du hast recht, wir könnten sie auch noch überraschen. Dank Iris konnte ich einiges mehr erfahren, aber ich werde trotzdem mal sehen, ob ich nicht noch eine der Schülerzeitungen auftreiben kann. Also so viele Schülerzeitungen hat sie ja wohl jetzt gedruckt für jeden, oder? Für 6 Schüler, oder? Keine Ahnung. Okay, vielleicht 10? Nee, ich weiß gar nicht. Wir sind ungefähr 17 Schüler. Wow, okay. Aber sie muss ja für sich nicht nochmal eine ausdrucken. Natürlich, das muss ich irgendwie verkaufen. Ah, Rosalia, ich hab dich schon gesucht. Du willst die Schülerzeitung lesen? Aha, du kennst mich gut. Wir mussten sie gemeinsam lesen, da ich bis jetzt noch keine Gelegenheit hatte, einen Blick drauf zu werfen. Ich fing an zu lesen. Iris hatte recht, was das Ganze anging. Diese Pia ist bereits viel gereist, sogar in den exotischen Ländern ist sie gewesen. Peggy hat es sogar geschafft herauszufinden, wann sie ja das wieder Morris ankommen wird. Sie wird in einer Woche ankommen. Sieht so aus. Schade, dass es kein Foto gibt. Ich würde gerne wissen, wie sie aussieht. Ja, ich auch. Zumindest müssen wir nicht mehr darauf lange warten. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie viel netter sein wird als unsere neue Chemielehrerin. Ja, das sollte ja nicht so schwer sein. Ich muss das Ganze mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Wenn ich gleich mit einer negativen Einstellung beginne, bleibt mir nicht besonders viel Spielraum, um mich mit der neuen Schülerin anzufreunden. Ich muss mich auf andere Gedanken bringen, während ich auf ihre Ankunft warte. Ich würde gerne etwas Originelles organisieren, aber was? Wie geht's, Lulu? Du bist auf einmal so nachdenklich. Oh ja, es geht. Ich war nur in Gedanken. Wir stehen schon die ganze Zeit neben dir. Ich erinnere mich, dass Iris das letzte Mal von einem Picknick gesprochen hat. Es wäre schön, alle einzuladen, aber... das, was mir noch viel mehr gefallen würde, wäre ein bisschen Zeit mit Nathaniel zu verbringen, mit Castel, Lysander, Armin oder Kenton. Natürlich Lysander. Warum nicht mit Drake? Weil Drake auf einer anderen Schule geht. Ich bin Drake, nicht Drake. Und außerdem die Mutter in Australien. Oder ist er überhaupt noch Schüler? Ja, ich glaube schon. Noch nicht. Darf ich erfahren, worüber du nachdenkst? Und nichts weiter, ich habe mir einfach nur einige Fragen über unseren zukünftigen Klassenkameraden gestellt. Na, ich verstehe. Am Ende des Tages habe ich mich dazu entschlossen, über diese Frage auf den Nachhauseweg nachzudenken. Gehe nach Hause. Ja gut. Denken. Da ist jemand vor mir. Nina? Bleib hier! Was? Ich muss dich etwas fragen. Du musst stehen bleiben und mir zuhören. Einverstanden? Nein. Okay. Träumisch oder stellt sie sich jetzt wirklich vor mir hin, um mit mir zu reden? Es ist schon eine Woche her, dass ich Lysander gesehen habe. Was ist mit ihm passiert? Lysander und U, ihr seht euch wirklich jede Woche? Natürlich. Er mag mich wirklich. Jedenfalls mehr als dich. Es ist mir total egal. Lysander interessiert mich überhaupt nicht. Kein Grund, in so einen Ton zu sprechen. Wenn es das ist, was du glaubst, umso besser für dich. Ja, das würde mich aber wundern. Ja, genau, lachen wir sehr hoch. Pass bitte auf, was du sagst. Du weißt nicht, wovon du sprichst. Ja, du laufender Metagier und knuddeligen Gartenzwerg oder so. Ich glaube doch, ich kenne ihn besser als du. Du willst es nicht wahrhaben, aber eines Tages wirst du es verstehen. Oh ja. Es ist eher so, dass du es nicht wahrhaben willst, aber ich werde nicht drauf bestehen. Sie ist wirklich flippig für ein Mädchen ihres Alters. Flippisch ist nicht das Problem, die Augen sind das Problem. Ja, und meine Frage? Ich glaube nicht, dass Lysander etwas Besonderes passiert ist. Mir ist nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Das beweist es... Er wurde überfallen. Das ist aber nicht eigentlich der Grund. Das beweist, dass du ihn überhaupt nicht kennst.
Es ist etwas passiert. Ich fühle es. Na gut, dann musst du ihn direkt selber fragen, weil ich überhaupt nicht auf den Laufenden bin. Das Problem ist, dass er mir überhaupt nicht mehr über den Weg läuft. Aber wenn es so sein muss, werde ich Tag und Nacht vor seinem Haus auf ihn warten. Er müsste sich dann früher oder später mal blicken lassen. Sie ist verrückt. Was? Das ist doch eigentlich kriminell. Also, viel Glück bei deinen Ermittlungen. Also, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich würde jetzt gerne nach Hause gehen. Nun, dann sehen wir uns bestimmt später. Ich hoffe nicht. Also, wie organisiert man dieses Picknick? Ich schätze mal, wir brauchen eine Decke und etwas zu essen. Wie kann dich Lysander einladen, ohne zu direkt zu sein? Und falls er mir absagt, dann werde ich nicht gut dastehen. Es sieht doch ganz schön nach einer Verabredung aus. Aber gleichzeitig gefällt mir diese ganze Idee ganz gut. Also gut, es ist entschieden. Morgen traue ich mich. Ich werde schon ganz schön nervös, nur wenn ich daran denke. Also los geht's. Ein bisschen mehr Mut. Gut, finden wir Lysander. Hast du vor, etwas mit deinen Haaren zu machen? Wie bitte? Das hier. Sie macht eine vage Bewegung mit ihrer Hand vor mein Gesicht. Vielleicht gibt's eine Lösung, um den Schatten zu reduzieren. Den check ich nicht. Es sei denn, es ist merkwürdig. Gestern nach dem Unfall im Chemieunterricht hast du dich nicht so aufgeführt. Danke, Carla, für diese sehr erwachsene Bemerkung. Nicht zu danken. Das betrifft mich ja auch. Vielleicht wird es mir ja helfen, mich in Zukunft von der visuellen Verschmutzung zu befreien. Hat dir jemand eigentlich schon mal mit dem Schrubber ins Gesicht geschlagen? Kommt es sich nicht erbärmlich vor, wenn keiner über ihre Witze lacht, außer sie? ja. Das interessiert mich eigentlich eher. Iris tippt etwas auf ihr Handy. Die hat ein Handy? Hallo Lulu, entschuldige, ich habe gerade eine SMS an meinen Bruder verschickt. Kein Problem. Ich hatte noch SMS. Hast du kein WhatsApp gehört? Ich bin mir sicher, dass du ihn mögen würdest. Man kann ihm nicht widerstehen und alle Mädchen finden ihn super süß. Warte, die nächste Frage ist, der kleine Zwerg hat auch schon ein Handy? Ja. In dem Alter? Oh. Interessant, das wusste ich ja noch gar nicht. Ich werde ihn euch eines Tages mal vorstellen. Sehr gerne. Jetzt geht's los mit dem... Oh nein, er ist da. Umzukehren wäre jetzt irgendwie blöd. Mein Gott, deine Reaktion habe ich jetzt gerade irgendwie erschreckt. Sorry. Was geht los mit dem... Was? Es geht jetzt richtig los. Oh, sorry, wenn ich mich einfach mal freue, jetzt endlich mal mehr über die Lysander-Route zu erfahren. Okay. Schön, dass ich dich zum Lachen bringe. Hallo, Lulu. Lysander, ich wollte mit dir über etwas sprechen. Klar, ich höre. Sorry. Klar. Ich höre. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht nicht nett wäre, mal etwas außerhalb der Schule zu unternehmen. Ein kleiner Ausflug. Ein Ausflug? Wo gehen wir hin? Rosalia? Es stimmt, dass wir uns außerhalb der Schule nicht so oft sehen. Es wäre vielleicht mal nett, ins Schwimmbad zu gehen oder auch mal wieder ins Einkaufszentrum. Eigentlich dachte ich da eher an ein Picknick, aber... Yeah, wir müssen auch Iris einladen. Sie hat erst vor kurzem ein Picknick gemacht. Vielleicht hat sie Lust, wieder ein neues zu machen. Fuck yes! Wieder was zu machen? Ein Picknick! Mit uns! Ja klar, warum nicht? Es wäre nett so unter Freunden. Mein Blick ging Richtung Lysander. Ich habe keine Ahnung, wie ich aus der Lage wieder rauskommen soll. Ich lass dich mal mit deinen Freunden alleine. Ich wollte mich nicht aufbringen. Aber warte! Er ging weg, bevor ich ihn aufhalten konnte. Nun gut, man kann das jetzt nicht für einen kompletten Flop halten.
Doch. Es ist jetzt schwer, die anderen aufzuhalten, nachdem sie sich so auf die Sache gestürzt haben. Sie möchten sogar noch mehrere Leute einladen. Ja, lass uns gar nicht weiter auf Lulu hören und einfach weiter das Picknick planen. Yeah. Wir treffen uns nach dem Unterricht, um darüber zu reden. Hast du euch das? Du bist nicht gefragt. Kein Problem. Gut, ich kann schmunzeln, als ich sage, dass auch noch Iris mit ihrer Bowie ansteckten. Bist du kein Juck, deine Antwort? Sie können zwar manchmal echt chaotisch sein, aber trotzdem macht es viel Spaß mit ihnen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als diese Picknickgeschichte unter vier Augen zu vergessen. Das war sowieso nicht so eine tolle Idee. Wir sollten vielleicht zum Unterricht gehen, bevor wir noch zu spät kommen. Ja, gehen wir. Oh, ups. Oh mein Gott. Noch 5 Minuten haben wir? Okay. Wir versuchten so leise wie möglich ins Klassenzimmer reinzugehen. Ich konnte mich nicht davon abhalten, während des Unterrichts zu Lisander darüber zu schauen. Ups. Er guckt mich auch an. Ich konnte fühlen, wie mir die Röte ins Gesicht stieg und ich wandte schnell die Augen ab. Vielleicht interpretiere ich da ja auch irgendwie falsch, aber was ist, wenn er es bereut, gerade eben früher gegangen zu sein? Es ist nicht gewohnt, seine Zeit in einer Gruppe zu verbringen und hat sich sicherlich überflüssig gefühlt. Aber gleichzeitig habe ich ihn gar nicht richtig gefragt, mit uns mitzukommen.